Karush. Haita. Karush Mogwaida. Hai Hasagwana. Na, der Karush ist wieder unterwegs und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal, einer neuen Episode. Hey, das ist Grund zur Freude. Ja, und da hinten treibt er sich irgendwas. Ach nee, da müssen wir ja noch mit dem Säbelzahn aus der letzten Folge machen. Menschenskinder, ey. Da haben wir eh noch was zu tun. Können wir noch Hauptmission hier? Ach Gottchen. Da haben wir dieses Bollwerk jetzt auch freigeschaltet. Und hier ist der Karush unterwegs. Und der will irgendwie Mammut jagen scheinbar. Das Blutzahn-Mammut-Jagd gibt es ja nämlich auch noch. Oh, alter Schwede. Naja, es gibt auf jeden Fall wieder viel zu tun hier in Far Cry Primal. Und ich habe mich direkt mal wieder verbrannt zur Begrüßung. Hey, das kann passieren. Hier sollten wir auf jeden Fall auch nochmal vorbeischauen. In die Hütte. Beziehungsweise einfach so mit ihr quatschen, der guten Lady hier. Waichai. Winja wantar goar sartarsh. Hafchu wantar dar sarsh. Gursh. Die Mama fpaddi hafchu hai. Wanne yauga. So, da müssen wir auch mithelfen irgendwie. Was wäre das für eine Mission? Ach, hier vorne. Der große Narbenbär. Alter Schwede, wir kriegen jetzt aber auch richtig kranke Missionen. Hey. Die werden immer heftiger. Wobei ich die letzten gar nicht so schlecht fand. Hat mir gut gefallen. Vielleicht haben wir doch mal gerade hier hoch. Können wir auch noch mal ein Pläuschen halten. Und zwar mit unserer guten alten Freundin. Mit der fühlt man sich irgendwie am verbundensten, oder? Was meint ihr? Takar, Winja Wantar, Shaskau Himshalla, Masi Waichai Hatra Wana, Palhu Sashwalim Huhaya, Ukauhi Waida, Tu Sasakui. Boah, Alter. 1 Million Nebenmissionen. Noch am Start hier. Smarkaka Mama Fadi. Können wir da nochmal in die Hütte rein? Nee, die will uns nicht willkommen heißen. Nee, der chillt ja auch. Wahrscheinlich ist das ihr Lustbursche. So, ein bisschen Fleisch geholt. Guck mal, das können wir auch alles mitnehmen. Ey, also Jägerin, die lohnt sich, ganz ehrlich. Dann nehmen wir so viel Fleisch mit, das können wir alles einstecken. Und uns daran erfreuen. Ich weiß aber nicht, ob wir nicht was ein bisschen... Manchmal kann man es nicht nehmen irgendwie. Das ist irgendwie ein bisschen verdaddelt. Hallo, es taucht nicht auf, obwohl ich denke, wenn ich jetzt hier hochkletter, geht's oder was? Ich krieg's zu viel. Ja, jetzt habe ich's. Mann, mit einem super Pro-Gamer-Trick. In puncto Bugs. Ja, den anderen denkt natürlich auch immer was. Ich sage mir das nie ein, ich verpeil das immer. Wobei die ja meistens nur diese Ziegenfälle haben. Ja, aber ey, besser als nichts, ne? Würde ich auch gerne nochmal zurückschauen. Hier ist so ein schön ruhiger Ort, ne? Ach ja, aber ich will jetzt auch keine Zeit verschwenden. Aber manchmal fehlen so ein paar ruhige Momente. Ansonsten super geiles Spiel. Echt, macht richtig Spaß, finde ich. Ein paar Missionen könnten ein bisschen abwechslungsreicher sein. Vielleicht wäre es auch cool, wenn man ein bisschen mehr Story hätte, noch mit ein paar mehr Zwischensequenzen und so. Charaktere teilweise auch sehr überzeichnet. Aber die Welt und die Atmosphäre, die machen das wieder gut. Auch wenn ich hier in jeder Ecke angegriffen werde, was mich manchmal ein bisschen stört. Aber das ist Far Cry typisch. Das war eigentlich immer so in Far Cry. Es ist halt auch immer mehr Fokus auf Action als Simulation. Wobei hier natürlich auch ein paar Sachen drin sind, die durchaus realistisch sind. Da kann man eigentlich auch nichts sagen. So. Mit ihm können wir, glaube ich, auch nochmal reden, oder? Nee, können wir nicht. Doch, können wir wohl. Maigan! Palu Winja! Maigan ist just a Guarvis Quawara. Na, freut er sich. Chatti laiwa su winja kwan. Mam schau Hawaii da haf maigan guar maya. Ja, mein Lieber, wir brauchen solche Kleider. Dazu müssen wir aber noch einen Wolf töten. Uiuiuiui, was wir hier für Hauptmissionen haben. Das finde ich natürlich geil. Das ist aber auch das. Ja, das gefährlichste wahrscheinlich. Seiler, die Sammlerin, sucht die Knochenhöhle nach dem vermissten Winja-Jägern ab. Das wäre eine mittlere Schwierigkeitsgrad-Mission. Schwer. Oh, schwer. Und obwohl den Säbelzahn, das finde ich natürlich auch geil, aber ich glaube, wir machen erstmal die mittlere Nummer hier, weil das andere wird alles sehr schwer sein. Und ich würde sagen, dann gucken wir doch mal. Haben wir ja einen Reisepunkt in der Nähe, haben wir. Und da flitzen wir schnell mal rüber.
lasse die Ladezeit jetzt gerade mal wieder drin, weil es geht ja gerade recht flott. Und ich kann ja auch noch kurz was erzählen, dass wir jetzt auf jeden Fall 7-8 neue Missionen haben. Und ich glaube, die Hauptmission ist aber das mit dem Bollwerk, die eigentliche. Ich weiß gar nicht, ob das alles Pflichtmissionen jetzt hier sind. So, und hier sacke ich gerade noch ein bisschen Kram ein. Schiefer, ja, brauchen wir jetzt nicht unbedingt eigentlich. Ja, komm, haben wir noch. Ich meine, ich habe gut gerüstet. Wir könnten aber mal Pfeile sind auch voll. Ach, was gibt's noch? Haben wir auch voll. Und ich muss ja mal die zweihändige Keule ausrüsten, um einmal zu zeigen überhaupt. Das habe ich auch in der letzten Folge völlig vergessen. Tut mir leid. Voll geil, ey. Die wird auf jeden Fall richtig austeilen können. Aber dafür hatten wir in der letzten Folge auch viele Visionen und so. Da ist das alles ein bisschen untergegangen. Ich denke, ihr versteht das. Gut, werfen wir gerade nochmal einen Blick auf die Karte und markieren uns jetzt mal hier diesen Punkt, um dann nochmal irgendwann einen Weg rüber zu finden. Gehen Norden, wenn ich das richtig sehe. Hier gehen wir so runter. Wer braucht denn schon so einen Greifhaken? Und wenn irgendein Tier kommt, können wir dem einen Rapsap hier mit dem Ding verpassen. Wobei unser Säbelzahntiger wahrscheinlich auch das meiste verscheucht, was hier in der Nähe ist. Gut, haben wir noch ein paar Fähigkeiten hier. Haben wir noch. Müssen wir noch mal investieren. Er greift uns an. Uns greift das wahrscheinlich auch nicht mehr so viel an. Das heißt, mit unserem Tier können wir jetzt doch durchaus mal verschnaufen zwischendurch. Mal gerade im Gehen, im Vorbeigehen. Auch wenn man die anzündet, das ist bestimmt auch richtig geil. Uguam, nu. Hat auch eine Mission für uns. Warcha Jartam Guamarsch. Pursch Guarmas. Mamasi Gamsi Drabarsch. Dabalwantar. Schraumanim Guama. Warchawan. Oh Gottchen, ey, das sind so viele Missionen. Stammeskonflikt müssen wir da auch noch lösen, irgendwie eine Höhlenmission. Oh. Das würde auch interessant klingen mit Udam, die die nachts betreten und so. Keine Wölfe hier weit und breit, das wundert mich ein bisschen. Ich will jetzt mich aber eigentlich mal weiter zur Hauptmission wagen, weil... Das können wir ja tausende von Jahren verbringen, wenn wir da diesen ganzen Glitzy-Sachen machen noch. Wobei die zwischendurch auch mal ganz nice sind, muss ich sagen. Ihr kennt mich ja, ich mache da immer ein paar von. Zwar nicht alle meistens, aber die meisten. Zumindest, dass mal alles so ein bisschen gezeigt wurde. Oh. Die Knochenhöhle. Suche die Knochenhöhle nach dem vermissten Winterjäger ab. Boah, das sieht ja echt lecker aus hier. Schön aufgefressen. Ja. Na gut, dann will ich mal weiter. Und wo geht's denn in die Knochenhöhle rein? Das würde ich mir interessieren. Da unten irgendwo. Moment. Gehe ich ja völlig falsch darunter, da hoch. Oder? Jetzt stehe ich quasi auf der Knochenhöhle drauf. Ah ja. Vielleicht will der ein oder andere das ja auch noch mal sehen und hat es noch nicht gesehen, weil so lange haben wir das ja noch nicht hier. Unseren Säbelzahntiger, ne? Der ist echt toll, ja. Wollte ich euch noch mal zeigen gerade. Und, wenn wir ihn noch gestreichelt haben, will ich jetzt auch mal... Bleib mal gerade still, Säbeli. Reiten will ich ihn jetzt. Und das ist ziemlich cool. So können wir das ganze Gebiet mal ein bisschen absuchen. Ist die Höhle denn jetzt hier oben oder wo ist die? Brauchen wir auch nicht so lange. Ach, um Jägerblick einzusetzen, ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Wird mir auch alles markiert hier. Okay. Aber der Weg führt tatsächlich auch dann weiter nach oben. Nun gut, dann waren wir da gar nicht so falsch. Und da kommen wir dann hoffentlich in die Höhle, da gehen die Spuren. Wir müssen unbedingt diese Winterkleider finden, kriegen. Das sieht mir doch nach einer Höhle aus. Da reinführen. Im Endeffekt. Sieht so aus, oder? Ja, da oben. Die Knochenhöhle. Du Scheiße. Bam. Nice. Hat ganz gut geklappt, oder? So ein Höhlenlöwen, der ist ja kein Problem mehr mittlerweile. Ich würde aber was ausprobieren gerade. Die können wir auch entzünden, das muss ja... Was für eine Brechstange, ey.
Hier sind ganz schön viele Keulen auf dem Boden. Da kommt doch was angelaufen. Oh Gott, ich habe den Laden angezündet. Solltest vielleicht lieber den Sämli machen lassen. Der ist viel weiter verfolgt. Ah, jetzt durch die ganze Höhle am Rennen ist mit dem Kraut. Naja, immerhin. Aber hier liegen verdammt viele Keulen. In der Knochenhöhle. Ich war immer angezündet habe. Es ist irgendwie in jedem Spiel dasselbe. Sarah zündet immer alles an. Weiß auch nicht, was mit mir los ist. Fähigkeitspunkte hebe ich mir im Moment übrigens auf. Keine Sorge, ich weiß Bescheid. Müssen wir gar nicht mehr sortieren. Können wir nicht mehr gebrauchen. So, die Spuren voll führen hier hoch. Aber wo jetzt? Da lang. Wo ist denn hin? Ah, warte mal. Die führen doch in die Richtung. Ja, jetzt bin ich einfach wieder zurückgelatscht. Das war sehr clever. Okay, hier. Aha. Wen haben wir denn da, mein lieber Freund? Da liegt er ja. Hey! Oh, Miaka! Takar, Guarsta, Pahor Tigri Shambi, Vakubi Takar. Töte die Bestien in der Höhle. Müssen wir ja gar nichts machen, das macht unser Säbelzahn schon. Wir haben keine Schnitte gegen den. Und jetzt haben wir so viel Höhlenlöwenhaut. Beziehungsweise Fell. So ist das praktisch. So, mal gucken, wo hier noch welche sind. Hm? Und wo kommt er denn angelaufen? Hier kriegt er jetzt immer einen Snack. Ein kleiner. Yeah. Das ist auch noch ein Täschchen. Das kann ich mal unter die Lupe nehmen. Wow. Alter, Säbelzahn. Greif an. Oh Gott, ich brenne beide. Wo ist er hin? Nein, ich hatte doch wieder zwei Leben voll. Das darf jetzt nicht wahr sein. Nein, ich bin gestorben daran. Ey. Ich hatte doch ein perfektes Timing. Habt ihr am Ende noch gesehen? Ich hatte noch zwei Lebenspunkte wieder und bin dann trotzdem gefallen. Das müssen Millisekunden gewesen sein. Egal. Alter. Was für ein mieser Checkpoint. Das ist wohl nicht normal. Komm schnell hoch. Greif ihn an. Scheiße, Mann. Ich soll erstmal heilen hier. Wir brauchen auf jeden Fall. Boah. Jetzt zwei. Zwei dicke Keulen auf ihn geschleudert. Ah, die sind am besten natürlich mit Feuer zu bekämpfen, die Katzen. Komm ruhig her. Da schreit der um seine Hilfe, beziehungsweise um Hilfe und wir sind im Moment keine große. Alter. Jetzt rennt der Löwe hier die ganze Zeit im Kreis oder was? Das ist doch dämlich. Muss was gegen unternehmen. Boah. Ich würde ja sagen, wir sehen den Säbelzahntiger auf der anderen Seite lang. Oh nein, er greift den Typen an, oder? Bams. Was, das war ein Bestienkill? War doch kein Bestienkill. Obwohl wahrscheinlich aber die Bestie den meisten Schaden gemacht hat. Das könnte natürlich sein. So, haben wir jetzt alles erledigt hier. Eine Sausebrause. Alter, was für eine Nummer. Echt. Ich entzünde mal gerade das Speer. Und ich hoffe, es wissen, wie ich mir das sehe. Da war zum Glück eine andere Nische.
Aber wir haben glücklicherweise, glaube ich, jetzt alles dezimiert, oder? Oh, das wollte ich nicht. Omyaka! Habe ich doch schon gemacht, Alter. Dakar. Guarsta. Achso, wahrscheinlich hat er das nicht gesehen. Was? Ach, das war jetzt der erste Fight. Oh. Boah. Mit einem brennenden Speer rennt er da lang. Auf Feuer tut auch echt weh. Und dann wird er auch zugrunde gehen. Unser Lichterloher kleiner. Warte mal, da kommt der Säbelzahntiger. Ihr seht ihn da oben. Oh mein Gott. Komm, greif ihn an. Boah, du bist auf jeden Fall im Vorteil. Boah. Alter. Was für eine Nummer, ey. Aber egal. Ich glaube, den hätten wir auch nicht zähmen können. Würde mich sehr wundern. Wir nehmen nur mal ein bisschen Fleisch, genau, und jetzt sammeln wir hier noch ein bisschen was ein. Ich dachte natürlich, hätte das eben alles schon gemacht, aber da hat er einen ganz anderen Checkpoint gesetzt, als ich erwartet hätte. Da hat er natürlich, die werden nach dem Gespräch mit dem Jäger gesetzt. Aber sei es drum. Was ist mit ihm hier? Sieht auch nicht mehr so frisch aus. Da liegt immer noch eine Tasche dahinter. Grünblatt drin. Batch, Batch. So, ich mache ja mal wieder eine Fackel an. Wollen wir was sehen? Boah. Alter Schwede. Das mit dem Säbelzahntiger war schon ein Schockmoment für sich. Der Tod war ein bisschen unfair, der hat sich mir nicht so ganz erschlossen. Guarsta, Brashtar, Pass, Apaguamam. Die Knochenhöhle. Ja, war doch ein Erfolg, oder? Ja, das war's. Es ist nur ein neuer Dorfbewohner mehr. Das war ja nicht so ein Riesenerfolg. Was sagst du dazu? Eine Fähigkeit mehr. Wie viele Fähigkeitspunkte haben wir denn jetzt? 3 Stück an der Zahl. Handwerk ist auch noch was Neues verfügbar. Hier. Ja, Dachsfell. Das hebe ich mir auf. Und zwar für die Hütte. Deswegen werde ich das bestimmt dafür nicht einsetzen. So selten wie diese Dinger nutzen. Nordseder haben wir natürlich jetzt ausgegeben auch viel. Aber wir brauchen auch noch Nordton. Aber dieser Bogen, der soll mega cool sein. Und dieser Doppelbogen natürlich noch cooler. 2 in die Keule und Winterkleidung. Es fehlt uns, wie gesagt, noch ein gottverdammtes Voice-Fail. Und hier sind auch noch 2, die wir hier irgendwie ausmachen können. Bin ich mal gespannt nachher. Wir können ja mal gehen, feste Reisen. In die Richtung zumindest. Oder wir machen erst dann das mit dem Mammut. So. Die brauchen wir auch bestimmt noch irgendwo für. Also man braucht eigentlich so ziemlich alles. Deswegen kann man hier nicht so viele Tiere liegen lassen, wie beispielsweise in Far Cry 4. Obwohl, wo man sich auch noch viele Sachen kaufen konnte. Moment, hier das lasse ich auch nicht liegen. Ey. So, genau, ich wollte suchen. Grünblatt. Ja, das hat sich jetzt nicht so wirklich gelohnt. Hallo. Was macht jetzt eigentlich dieser Jägersmann? Das ist eine gute Frage, ne? Ey. Jetzt ist er auf jeden Fall zurückgezogen. Komm, mach mir Platz hier. Alter, der ist so dick. Versperrt den Weg. Boah, die Höhle sah auch schon echt übel aus. Hey du. Kennst du den schon? Alles geil. Dann steht doch noch so ein Säbelzahntiger. Hier du. Danke für dein Zeug. Boah, die Keule ist halt schon dick. Dick am Start. So, werfen wir mal einen Blick auf die Karte, Freunde. Fähigkeiten, wie gesagt, warte ich noch ab, weil hier, guck mal, hier, da will ich hin. Hier, einmal kurz, hier 6 Fähigkeitspunkte, dann wäre die verbesserte Gesundheit. Oder andererseits wäre es vielleicht sogar, ich bin so ein Fähigkeitspunkt-Hamsterer. Immer. Waffengeschick vielleicht mal zu erhöhen oder schwerer Takedown. Oh, da kann ich natürlich. Ja, das ist auch geil mit den Takedowns. Ah, fallen weiß ich nicht. Das ist nicht so mein Ding, aber ich muss mal eine bauen, um es mal zu zeigen. Ich weiß, werde ich bestimmt noch ein bisschen vergessen und es wird sich dann ein bisschen hinziehen, aber ich werde es noch machen, keine Sorge.
wir spielen hier natürlich auch noch ziemlich lange. Dass wir den Pfeilen herstellen. Ja, der Bogen war mein Ding eigentlich, aber ich glaube, ich investiere hier mal. Waffen benutzen beim Leichen bewegen ist so unnötig. Ist wirklich unnötig. Mal einen Splitter-Takedown gerade hier. Und vielleicht noch irgendwas anderes Kleines. Verringerter Pfeilschaden ist auch völlig für den Arsch. Auch keine Sau. Beute-Takedown, der war nicht schlecht. Dass man die ganzen Punkte kriegt, wenn man Takedown durchführt. Wobei wir auch selten Takedownen. Und hier, das kostet alles noch viele Punkte. Okay, ich warte ab, würde ich sagen. Ich könnte ja auch nochmal in die Kommentare schreiben, welche Tipps ihr da habt, was ihr sehen wollt für Fähigkeiten. Ich kann natürlich nicht alles beachten, weil jeder auch einen anderen Spielstil hat. Aber vielleicht ein bisschen, oder? Was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Okay, finde ich super. Habe ich wenigstens Zustimmung vor allem hier? Das würde ich ja auch gerne machen. Das wird sehr schwer. Steht ja schon dabei. Und diese Mission ist schwer. Allerdings haben wir immer noch nicht die Winterkleidung, ey. Ich denke mal... Boah. Blutzahn, Mammutjagd, das wird auch so heftig. Da würde ich... Das würde ich am liebsten übernehmen, natürlich. Zähmen, also darauf reiten. Aber das geht bestimmt nicht. Ein Blutzahn-Mammut. Ich will den Namen einfallen lassen, eigentlich. Jetzt sind wir hier wieder auf jeden Fall in kalten Gefilden. Aber wir frieren erstaunlicherweise gar nicht, obwohl es hier so kalt ist. Wo mag das liegen? Hier sollten wir eigentlich mal irgendwie wieder auf die Straße zukommen, denn sonst haben wir ein Problem, was sich gleich hier zeigen wird. Das ist nämlich doch sehr weiter oben. Und jetzt sind wir hier irgendwo in der Pampa. Müssen uns hier durchrocken. Naja, vielleicht gar nicht so schlecht, dann können wir hier noch ein bisschen was einsammeln. Dann brauche ich noch unbedingt diesen Ton, verdammte Axt. Boah. So, die kann ich leider auch noch nicht zählen, die sind noch zu stark. Aber vielleicht kann ich die so angreifen. Was? Wie cool. Achso, das war nur ein Braunbär. Mist, ich dachte, es wäre ein Höhlenbär. Mist, dann hätte ich den gezähmt. Ach, wie ärgerlich. Shit. Sorry. Okay, das ist jetzt so ein mega fetter Höhlenbär, oder? Warte mal. Machen wir mal ein paar Köder wieder. Ich habe ja wieder genug Fleisch. Ist auf jeden Fall beeindruckt, oder? Okay, ich kann ihn nicht angreifen. Das ist einer von Nico. Ja, ich habe ihn mit der brennenden Fackel getroffen. Das ist natürlich nicht schlecht. Greif ihn an, Junge. Er haut ab. Der große Bär haut ab. Zündet alles an. Wo ist er? Unser Säbelzahntiger liegt da gerade. Ne, der brennt, der steht in Flammen. Wo ist unser Säbelzahntiger? Bleib ihn an. Mach es ab. Zack. Mit dem Speer. Ja. Nein! Nein, mein Freund getroffen. Wir rennen genau in die Schusslinie. Okay, herstellen, herstellen. Und mal ein paar Bogen. Einmal alles. Die haben ihn erwischt, glaube ich. Die haben ihn erwischt. Ich glaube, er ist tot. Nee, das war nur so ein Scheißvieh. Oh Mann, das war nur ein Jack. Kacke. Wir haben echt den so einen reingehauen, er ist nicht platt. Natürlich jetzt ärgerlich. Dafür haben wir den ganzen Waldbrand ausgelöst, ey. Warum hat er sich ihm denn nicht an die Fersen geheftet? Verstehe ich nicht. Ist ja nur eine Spur von der Kreatur. Nee, scheint irgendwie weg zu sein. Aber ich sehe auch kein X auf der Karte, dass er irgendwie tot wäre. Wie ärgerlich. Das war natürlich nur das Jagd, mit dem er auch kurzzeitig zu tun hatte.
Wen haben wir denn hier? Na du? Was regt er sich denn so auf? Hier ist auch noch ein totes Jack. Aber egal, die können wir bestimmt auch noch gebrauchen. Ach, will ich reiten gerade. Sorry. Ich will eigentlich nur dieses Jagdfell mal ergattern. Ich muss ein bisschen drauf achten gerade. Also auch, haben wir es trotzdem mitgenommen? Ich glaube schon. Ne, ja, haben wir. Alles klar. Schade. Mann, was mit den Bären wohl passiert ist. So bestimmt irgendwie abhanden gekommen. Okay, mal ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen, weil wir brauchen langsam irgendwie sowas wie ein Lager. Und hier wäre das nächste. Ja, da will ich jetzt noch hinreisen auf jeden Fall. Und das war für unser Unternehmen. Wir sind natürlich jetzt deutlich schneller mit der Kreatur hier, als wenn wir hier alleine rumrennen. Jetzt lass ich mal liegen. Oh, wir nehmen den Ton. Den brauchen wir ganz dringend, damit wir den Langbogen holen. Doch immer nur einen Ton oder was? Das ist doch ein bisschen Arsch. Und wozu braucht man so viel Ton beim Langbogen? Hm. Okay, Freunde, jetzt muss ich irgendwie handeln. Alter, ist der fett, der kommt ja nicht durch die Bäume. Jetzt liegt da ganz auf der anderen Seite. Ich hoffe, wir kommen hier richtig hoch. Sonst haben wir vielleicht ein Problem. Wen haben wir denn hier? Hier ist auf jeden Fall ein Feuer. Sehr gut. Hier können wir eine Rast einlegen und wir sind bei Freunden. Yeah, der hat gesessen. Komm ruhig rein. Komm ruhig näher. Und noch einer. Cool, der hat irgendwie einen anders erwischt, glaube ich. Hier wollen wir noch Pfeile reinsetzen. Irgendwie treffen wir schon. Scheiße, das Vieh kommt mir in die Quere. Mal ihn fertig, den Bastard. Kann ich den jetzt hier nicht takedown? Kann man tatsächlich nicht. Dann schieße ich ihm halt noch ein paar Pfeile in den Rücken. Ja, du kannst jetzt immer einen Snake, hast du gut gemacht. Mann, was hier nicht alles gibt, ey. Alter Schwede. Da kommt bestimmt noch ein bisschen mehr jetzt angerockt an. Ich wusste es doch. Von wo? Weil kannst du auch einen Snake vertragen sogar. Von da vorne? Ist ja interessant. Das ist ja interessant. Und Pflege. Eigentlich müssen wir nur den Säbelzahntiger heute machen lassen. Den müssen wir gar nicht tun. Der ist so effizient am Fighten. Dann können wir jetzt hier die Nebenquest recht schnell abschließen. Und auch ohne Winterkleidung geht's hier in den winterlichen Gefilden. Man sieht's. Das ist eigentlich gar kein Thema, wenn man hier irgendwie eh mal noch ein paar... Oh, guck mal an. Guck mal an. Komm ruhig angelaufen. Boah. Dann muss ich ja gar nichts mehr tun. Okay, dann schieße ich ihm hier mal ins Gesicht. Was? Knapp drüber. Alter, voll in die Fresse gesäppt. Alter, was kann der? Das hält er aus. Boah. Okay, zweihändige Keule. Bam! Ja, die haben ja auch was gegeben, ey. Drecksack. Also mit dem Einsammeln ist schon ein bisschen nervig, ne? Dass man so viel einsammeln muss. Oh, mein
Weißt du, ich bin hier voll verträumt, so mitten in der Schlacht. Und da sehe ich erst, dass mein Säbel tot ist, draufgegangen. Wer hat dem umgemietet? Das muss wahrscheinlich ein Bogenschütze gewesen sein. Ah, du kriegst noch mehr Fleisch, mein kleiner Freund. So, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja, habe ich gern gemacht. Tushi. Und hier noch ein bisschen was. Und die haben alle überlebt, außer unser Freund, aber den konnten wir ja retten. So, wären halb so wild. Ist auch wieder fresh dabei. So, und wir gehen mal hier schön an Lagerfeuer. Ja, Jubel. Da freuen sie sich. Natürlich freuen sie sich. Haben auch einen Grund dazu. Wir kriegen Fähigkeiten und alles. Ah, es war doch ein voller Erfolg. Ach, haben wir doch gerne gemacht, ne? Bis dahin. Ja, da haben wir mal wieder Rettung in letzter Not gespielt. Die Winja da vor den Udam gerettet. Die wollten auf jeden Fall richtig was auf die Mütze. Und da sind sie jetzt hier schön am Quatschen am Lagerfeuer. Vielleicht nie noch ein bisschen Gesellschaft hier bei dieser Endcard. Und sehen uns dann wieder in der nächsten Episode. Und ich freue mich immer noch so über unseren Säbelzahntiger. Bin mal gespannt, welche Missionen dann aufgetischt werden für Karush und vielleicht auch die Nummer mit dem Mammut. Wir werden sehen. Bis dahin. Susu. Mumali Dansch. Mali Guanam. Winja, prostar wa yauta. Dash Winja, my warha.